So, und jetzt steht neben mir Viviane Fischer. Kennt ihr alle, muss ich nicht vorstellen. Corona-Untersuchungsausschuss und natürlich bei der Partei Die Basis ganz tatkräftig mit dabei. Wie ist gelaufen bei euch der Wahlkampf? Naja, also ist natürlich unter erschwerten Bedingungen. Ist ja klar, wenn man überhaupt keine Berichte in den Mainstream-Medien bekommt und sich irgendwelche Tricks ausdenken kann, ist es schon so ein bisschen ein Hindernislauf. Auf der anderen Seite ist es also, ich denke, wir haben durch verschiedene Aktionen schon eine Menge Leute erreicht. Ja? Und insofern, also das, ich glaube, insgesamt geht es ja auch einfach um Inhalte. Also in dem Moment, wo wir auch mit dem Vehikel der Basis eben wichtige Informationen verbreiten können, zum Beispiel, dass man sich idealerweise nicht impfen lässt, weil es gefährlich ist, dann ist auch schon viel erreicht. Ja. Viviane, kannst du vielleicht noch was sagen zu den Leuten? Also wir versuchen ganz viele Leute noch zu bewegen, auch die der Meinung sind, wenn die Wahlbeteiligung unter 50% fällt, dann sind die Wahlen ungültig und so weiter und so weiter. Ja, das wollte ich hören. Warum müssen wir wählen gehen? Warum ist das so wichtig? Also ich glaube, diese Wahl ist wirklich ganz, ganz, ganz extrem wichtig. Ist auch fast, muss man sagen, eine Wahl zwischen Leben und Tod in einer gewissen Weise. Also entweder für einen persönlich oder auf jeden Fall für die Demokratie. Weil man sieht, dass sich ja alles so wahnsinnig verstrickt hat und auch die Politiker, die im Moment am Ruder sind, die haben sich verstrickt in diese Nummer. Ja. Also das ist das Mindeste, was man sagen kann. Und das ist eigentlich, gibt es für die kaum mehr einen Weg raus. Das heißt, die müssen immer weiterfahren damit und die müssen die nächste Impfung einem andienen und so weiter, somit, dass dieses Kartenhaus weiter in Betrieb bleibt. Ja? Und deshalb ist es total wichtig, da den Stecker zu ziehen und da andere Leute reinzubringen, die in der Lage sind, eben die Sache evidenzbasierter zu sehen und auch entsprechend Krawall zu machen. Weil wir sehen ja selbst bei jetzt Parteien, die teilweise, sagen wir mal, also konkret AfD, die dann auch ein bisschen kritisch ist. Aber das Problem ist, die tun überhaupt nichts. Die reden nur und die hätten wirklich auch ganz viel machen können. Also wenn ich mir überlege, wir wären da jetzt drin gewesen, wir hätten also die ganze Zeit einen riesen Zampano gemacht. Ja? Wir hätten in jeder Rede das angesprochen, wir hätten versucht, einen Untersuchungsausschuss aufzusetzen. Wir hätten beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages Gutachten in Auftrag gegeben und so weiter. Die hätten wir kritisch hinterfragt. Hätte so viel machen können. Und auch die haben das nicht gemacht. Insofern verspreche ich mir davon auch überhaupt gar keine, wenn die jetzt mehr Stimmen hätten, auch gar keine Änderung. Und ich glaube, die Basis ist die einzige Partei, die wirklich ganz entschieden ist gegen die Maßnahmen, gegen dieses Impfen, insbesondere die Entwicklung Richtung Druck beim Impfen, Nötigung und am Ende sogar Zwangsimpfung, speziell noch für die Kinder. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist es extrem wichtig, dass wir in irgendeiner Form in den Bundestag kommen und da Krawall machen können. Auch einfach die Stimme der Vernunft, ja, dass die da weiter oder auch da gehört werden kann, ja, das ist einfach eine ganz zentrale Angelegenheit. Und was du meintest, also das ist ein Fake, muss man sagen, diese Aussage, dass die Wahl nicht zählt, wenn keiner hingeht. Und das ist sogar also möglicherweise absichtlich gestreut, glaube ich, weil es jetzt auch gerade so noch vor der Wahl nochmal kommt und so weiter. Es stimmt definitiv so. Ja. Nicht. Es ist so, die Wahl ist gültig, egal ob da auch nur 10% hingehen und irgendwas wählen. Das ist die Wahl, die dann gültig ist. Und deshalb ist wichtig, sich vom Sofa zu erheben und eben zu wählen zu gehen und das in Richtung Freiheit und Selbstbestimmung das Wahlergebnis zu beeinflussen. Ich sehe das auch so, dass dieses Gerücht ganz gezielt gestreut wurde von Leuten, die wollen, dass sich nichts ändert. Genau. Und deswegen, Leute, geht bitte zur Wahl und ganz egal, wen ihr wählt, ihr müsst nicht die Basis wählen, ihr müsst nicht Bündnis 21 wählen, ihr müsst auch nicht die AfD wählen oder sonst wen. Geht zur Wahl und selbst wenn ihr ungültig wählt, ist das immer noch besser, als wenn ihr nicht hingeht. Ich erkläre euch heute Abend noch warum. Okay? Danke, Viviane. Sehr gerne. Und toi 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 für morgen.